Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einer weiteren Runde Closer the Distance. Ich hatte ja die Beschreibung zwar gesehen, als ich das Spiel gestartet hatte oder bevor, aber ich möchte nochmal ausdrücklich hinweisen. Nicht umsonst gibt es hier eine Inhaltswarnung. Dieses Spiel enthält Szenen, die emotional herausfordernd oder triggernd sein können. Im Speziellen enthält dieses Spiel Erwähnung von Unfalltod, Erwähnung von Verlust einer nahestehenden Person und Darstellung von intensiver Trauer, die Darstellung eines Begräbnisses, Erwähnung und Darstellung von Alkoholismus bzw. Alkoholmissbrauch, Darstellung und Erwähnung von Problemen mit der mentalen Gesundheit. Das Spiel hat mich doch ein bisschen gekriegt gestrigen Abend, weil ich die Situation absolut fürchterlich finde. Ist ein schönes Spiel, aber fürchterlich im Sinne von, das ist eine Sache, die sollte niemand in irgendeiner Art und Weise erleben. Da ist es mitunter tagtäglich. Und mal gucken, wie wir hier weitermachen. Wo? Ich glaube, er hatte gespeichert, dass ich Feierabend gemacht hatte. Wir sind am frühen Morgen, 6 Uhr, am nächsten Tag, den Tag nach dem... Oh, warte mal, ich muss hier, glaube ich, wieder... Ist das hier unten? Nicht hier unten. Das ist besser, okay. Ansonsten mach was mit der Tastatur. Wir sind jetzt einen Tag weiter, nach dem Vorfall mit unserer Schwester. Wir spielen hier Conny. Conny hat ausgeschlafen. Was haben wir hier? Sehnend und beunruhigt. Du hast deine geliebte Jacke in jener Nacht nicht getragen. Sie hängt immer noch im Kleiderschrank und fängt Staub. Das war ja der freundliche Hinweis unserer Schwester, die uns als Geist erscheint. Beziehungsweise... Erscheinen wahrscheinlich eher das tiefe, innige Verlangen, dass sie da ist und mit uns ist. Ne? Und wir sollten mal gucken, ob wir die Jacke finden. Nee, ist das falsche Haus, sehe ich gerade. Wo ist das richtige Haus? Da ist das richtige Haus. So, eine Etage hoch. Die Eltern sind schon wach? Nee, ist doch keiner weiter wach. Ja? Doch, die Mutter ist wach. Wo ist die Mutter hin? Da ist gerade... Ah, die machen gerade das Bett. Okay. Wir machen auch gerade das Bett. Wir sind aufgestanden. Und ich möchte zur Garderobe gehen. Halt. Dialog. Können wir das irgendwie abbrechen? Okay. Ich glaube, Gallia fühlt sich verlorener, als sie es sich anmerken lässt. Vielleicht kann ich ihr etwas einflüstern, genau wie bei dir, Schwesterherz. Oh, steuerbar. Sie ist jetzt auch steuerbar? Gallia kann nun so wie Conny von dir gesteuert werden. Du kannst auch mehrere Charakteren gleichzeitig verschiedene Aufgaben zuweisen. Ach du Kacke. Es muss doch mehr geben, was ich für Angelas Familie tun kann. Zu Bett gehen? Nein. Wie sieht's denn aus? Fleiß ist unten gerade. Gesundheit ist unten. Was könnte die Gesundheit hochbringen? Heimtrainer und der Herd. Okay. Loyalität. Wir haben unterschiedliche Leute. Esstisch, Herd, Pia und Axel. Wir werden einfach mal Pia fragen, ob sie was braucht. Und hier holen wir uns jetzt... Bist du jetzt hingegangen? Ach, sie macht hier, glaube ich, auch alleine Sachen, ne? Was ist jetzt hier? Guten Morgen. Tut mir leid, habe ich dich geweckt? Nur zu 10% oder so. Der Großteil von mir träumt noch davon, Bürgermeisterin von Blumenstadt zu sein. Du hast dich nie wirklich dafür interessiert. Wenn sie dir geholfen hat, wird sie auch mir helfen. Betrachten wir es doch einfach so, als würden wir sie gemeinsam tragen. Da ist etwas in deiner Tasche. Es ist ein Kalender. Da habe ich ihn also hingetan. Steht etwas Interessantes drin? Dads Schnitzeljagd. Lies Umzug nach Yesterby. Hab Moms Rad kaputt gemacht. Das könnte der Schlüssel zu meinen Erinnerungen sein. Gib mir ein wenig Zeit. Ich bin sicher, ich werde mich bald erinnern können. Dann führen wir diese Jacke mal aus.
Okay, zieh Angelas Jacke an. So. Tablette sein, wenn du dich noch nicht verausgabt hast. Wieso nehmen wir nicht einfach ein paar Rosen aus dem Gewächshaus? Das würde uns eine Menge Zeit sparen. Oh, tut mir leid, ich muss weg. Der Zeugenstand ruft. Okay, sie schläft da ein, aber wir wollten noch... Geht es nicht? Fleiß. So, jetzt aber. Läuft sie nur hin oder nicht? Jetzt. Ich darf den Grabkranz nicht vergessen. Vielleicht sollte ich Lee einbeziehen oder ihn einfach selbst machen. Den Grabkranz. Oh Gott, was passiert hier alles? Sie. Wir reden trotzdem erstmal mit ihr. Der Vater geht bestimmt die Schafe pflegen. Ach so. Was macht sie gerade? Wir schauen mal, was wir machen können für die Routine. Fernsehen oder Nähmaschine? Ich würde die Nähmaschine wählen. Lass sie mal ein bisschen Dinge tun. Ich habe die Liste von der Versicherung bekommen. Sie brauchen noch einige weitere Dokumente. Ich kann das für dich erledigen, wenn du möchtest. Nicht nötig. Das habe ich bereits getan. Ich habe außerdem einen Sarg bestellt, Trauergewänder für Conny und mich gekauft und Schreibzeug für all die Briefe, die ich verfassen werde. Kann ich dir sonst irgendetwas abnehmen? Was dieser Charakter erlebt hat, hat dieses Bedürfnis dauerhaft verändert. Wie das kleine Plus-Symbol zeigt. Damit haben sich dessen Grenzen verschoben. Der Charakter wird sich jetzt so ein wenig anders verhalten. Okay, Moment. Damit soll vielleicht helfen. Die Handtücher. Ich hätte sie eigentlich schon gestern waschen sollen. Okay, du konzentrierst dich auf die Briefe. Ich kümmere mich um den Haushalt, okay? Das geht doch nicht. Du hast in der Vergangenheit schon viel mehr für mich getan. Lass mich dir auf diese Art meine Dankbarkeit zeigen. Ich danke dir, Liebes. Okay, ich wollte eigentlich helfen. Dann machen wir was anderes. Hunger, nein. Alleinsein, nein. Harmonie. Nichts mit dem Vater, doch. Pass auf. Ach, wir können aber nicht helfen. Och, Mutter kommt. Und sie muss... Wie können wir ihr jetzt sagen, dass er die... was war das hier? Pias Handtücher müssen gewaschen werden. Sie soll, wo sind die Handtücher? Ah, ich kann es anklicken. Okay, das ist gut. Wäsche waschen. Machen wir. Hey, Mom. Ich dachte für einen kurzen Moment, du solltest diese Jacke nicht tragen. Doch. Sie gehörte deiner Schwester. Es ist okay. Wir tragen sie gemeinsam. Oh, mein Liebling. Solange sie hier bei uns ist, wird sie niemals fort sein, nicht wahr? Richtig. Mein Schatz. Hat sie schon die Wäsche gewaschen? Nee, hat sie noch nicht. So, ich wollte doch aber Harmonie. Kein Plaudern möglich?
Aber... Ach du Gott, guck mal, wie weit er ist. Können wir vielleicht sie noch dazu ermutigen, ihn auf das Grab ansprechen? Warum schreibst du gerade? Du sollst doch... also ihr arbeitet an ihrer Routine. Dann lass uns mal was essen. Einen Snack nehmen. Und du machst die Wäsche richtig. Sie hat Hunger. Na okay, geht so. Wo geht sie denn hin? Was macht sie denn jetzt? Ja, na klar. Wir wissen, was sie macht. Verdammt. Sie hat gegessen und setzt sich wieder hin. Dann sollten wir vielleicht mal... Können wir mit ihm reden? Nein. Keine Möglichkeit. Wir reden mal mit der Henrietta. Und sie müsste gleich da sein. Hat er sie noch alle? Was denkt er, was er da tut? Leg die Schaufel sofort weg. Das hier ist nicht deine Aufgabe. Du machst schon genug durch. Ich wollte niemanden damit belästigen. Niemand würde wollen, dass du das tust. Einschließlich deiner Frau. Pia weiß Bescheid. Bitte, es ist keine große Sache. Lass mich das einfach erledigen. Oh, lass mich dir wenigstens helfen. Du hilfst uns schon genug. Ich kann nicht noch mehr von dir verlangen. Sei nicht albern. Ich mach das aus freien Stücken. Pia wird das nicht gefallen. Vielleicht könntest du jemand anderen fragen? Etwa Lee oder Blanche oder Melville? Ich kann mal herumfragen. Würdest du so lange warten, bis ich jemanden gefunden habe? Ich kann nicht nichts tun. Dann mach wenigstens hin und wieder eine Pause, okay? Ich werde es versuchen. Wie läuft es auf dem Bauernhof? Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Ach, weißt du, irgendwas gibt's immer zu tun. Aber wir haben beschlossen, alles für ein paar Tage ruhen zu lassen. Bald wird es ohnehin anstrengender für uns. Jetzt, wo wir nur noch zu dritt sind. Sagt mir, wenn ich euch irgendetwas abnehmen kann. Schon gut. Ich... Oh, du bist es. Galia hat es mir schon erzählt. Ich hoffe, sie finden den Bastard, der dafür verantwortlich ist. Das würde auch keinen Unterschied machen. Nicht dort, wo es sollte. Nein. Ich gucke mal, ob sie... ...gefahren ist. Sie mochte die kleinen Wollknäuel so gerne. Oh Gott, hier passiert so viel. Junge. Ich werde für Angie ein Grabmal anfertigen. Genau wie ich es für deine Mutter getan habe. Möchtest du mir helfen? Aber wenn du Zeit brauchst, verlang... Ich mache das, weil ich es will. Gut, dann lass uns das zu Ende bringen. Okay. Okay, gut, das haben wir. Was ist dir aufgefallen? Natürlich. Es war vergebliche Mühe, aber der Versuch ist ihr trotzdem hoch anzurechnen. Das stimmt nicht. Yesterby ist kein hoffnungsloser Fall. Wenn das mal nicht absolut nach ihr klingt. Was für eine Schande. Was für eine schreckliche, schreckliche Tragödie. Du bist ein gutes Kind, Conny. Mach jetzt bloß keinen Blödsinn, ja?
Henrietta hat in ihrem Leben schon einige schlimme Sachen erlebt. Etwa als Jasper das ganze Dorf aufkaufte und mit all den übereifrigen Stadtleuten hierher zog. Aber sie hat sich immer wieder aufgerafft. Sie kommt schon klar. Daumen hoch. Okay, sie hilft. Das ist gut. Er ist unterwegs. Was macht Zack? Sitzen. Wir können aber leider nichts tun. Wir können mit ihm nicht sprechen. So, wir haben ein Routineproblem. Gucken wir mal. Fernseher, Nähmaschine, Tagebuch. Wir nehmen die Nähmaschine. Wir müssen unsere Bedürfnisse stillen. Und sie braucht Gesundheit. Okay, Herd und Heimtrainer. Gut, wir müssen warten. Manche Bedürfnisse sind auf bestimmte Bereiche eingeschränkt. Der weiße Rahmen zeigt an, welcher Bereich aktuell nicht erreicht werden kann. Durch das Erfüllen von Wünschen oder Interaktion mit dem Charakter kannst du die Bereiche möglicherweise verschieben. Okay, verstehe. Jetzt müssen wir aufpassen. Ihre Routine geht hoch. Okay, gut. Was war das? Das wird aber noch lange dauern hier mit dem. Ich muss doch noch die anderen Sachen machen. Oh ne, die sind. Sind die schon gewaschen? Was ist jetzt mit ihm los? Oh, er ist bei uns. Was zur Hölle? Wieso trägst du ihre Jacke? Es hilft mir, mich an sie zu erinnern. Ja, mir auch. Das ist doch gut, nicht wahr? Es tut einfach nur weh. Aber sie sagte immer, dass sie dir die Jacke eines Tages überlassen würde. Also ist das wohl das, was sie gewollt hätte, schätze ich. Tut mir leid wegen letztens. Ich hätte nicht so mit dir reden dürfen. Du hattest recht. Nein, hatte ich nicht. Vielleicht kannst du Angela nicht hören, weil du selbst zu laut bist. Conny, hör auf damit, bitte. Wusstest du, dass mein Dad ein Grabmal für Angie anfertigt? Derselbe Typ, der ihr zu ihrem letzten Geburtstag fast so ein Boygroup-Krempel gekauft hätte? Eigentlich sollte ich das machen, aber ich kann es einfach nicht. Momentan kann ich mir nicht mal eine Tasse Kaffee zubereiten, ohne dabei den Wunsch zu verspüren, die ganze Küche zu zertrümmern. Ich möchte, dass sie noch da ist. Ich möchte sie hören. Aber da ist nichts. Du kannst sie vielleicht nicht hören, aber sie hört dich. Versuch mal, mit ihr zu sprechen. Ich weiß, dass du mir bloß helfen willst. Das ist nett, aber ich muss jetzt gehen. Wir reden später, okay? Okay, das war zumindest gut. Verdrängend, beruhigend. Wir können aber mit ihm nichts machen. Ach, ich vergaß, okay. So, dann kümmern wir uns mal. So, bring die Wäsche raus. Ist das erledigt? Nee, das ist jetzt dran. Okay. Beim Ausheben des Grabes. Ach du Gott. Ach, guck mal.
wir reden mal und lassen den Kranz besorgen. Was macht sie jetzt? Achso, wir reden jetzt mit ihm. Es beschäftigt gerade. Wir können aber mit ihr reden. Fragen zusammen abzuhängen, okay. Oh, hallo. Solltest du nicht bei deinen Eltern sein? Sie sind mit sich selbst beschäftigt. Du scheinst nicht besonders traurig zu sein. Das stimmt nicht. Ja, deine Schwester und ich waren nicht immer auf Augenhöhe, aber sie war eine sehr kluge und engagierte junge Frau. Und dafür habe ich sie respektiert. Obwohl sie gegen dein Projekt war? Sie war nicht dagegen. Sie war bloß skeptisch. Das ist alles. Ernsthaft, wieso stößt dieses Thema überhaupt auf so viel Widerspruch? Die Bootslodge wird die erste Sache sein, mit der das Dorf tatsächlich mal Gewinn machen kann. Wie lautet das Urteil? Welches Urteil? Im Prozess gegen den Lilienhäuptling? Gnädiger Telu, wovon redest du da? Erinnerst du dich noch an unser Gespräch über den Trauerkranz? Ach, das. Das, indem ich dir ein Löwenzahn-Pflückabenteuer in den üppigen Feldern von Yesterby vorgeschlagen habe. Während du dich damit zufrieden gabst, eine Handvoll langweiliger alter Lilien aus dem Gewächshaus zu stibitzen, um Zeit zu sparen. Es würde um diese Jahreszeit ewig dauern, einige passende Löwenzähne zu finden. Davon abgesehen, dass es immer noch un... Es ist zu viel Input hier. Hey, ist das nicht Angies Jacke? Ist sie. Dachte ich mir. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich habe das Gefühl, sie steckt immer noch irgendwie drin. Das tut sie auch. Ich versuche, sie in meiner Nähe zu halten. Ich höre mir dazu immer unsere alten Aufnahmen an. Es ist so seltsam, ihre Stimme zu hören. Ich weiß. Hängen wir jetzt mit ihr ab? Ja. Das ist doch kitschig. Kitschig, aber mit Charakter. Und weniger deprimierend als weiße Lilien und Chrysanthemen. Ich... Mach's. Es tut mir leid. Ich weiß, dass du gerade viel um die Ohren hast. Habt. Ich mochte nur die Idee, mit dir einen gemeinsamen Nachmittag in der Wildnis zu verbringen und Pusteblumen zu pusten. Vielleicht, wenn das alles hier vorbei ist. Aber nicht jetzt. Ist schon okay. Ich verstehe das. Okay, Pias Wäsche abnehmen. Ja, aber Le macht ja nicht mit dir, oder? Oder doch? Warte mal. Na komm, wir sammeln Wildblumen. Ich glaube, das ist gut. Was macht sie jetzt? Dinge, okay. Wir suchen den harmonischen Teil, Melville. Der hatte ja seine Frau verloren. Vater haben wir, können wir nicht plaudern gerade. Halt. Brauchst du irgendetwas? Es geht schon. Das bezweifle ich. Er denkt wohl gerade viel über den damaligen Tod seiner Frau nach. Lass ihn besser fürs Erste in Ruhe. Ist gut. Du weißt ja, wo du mich findest. Klar. Okay, wir haben es probiert. Mit der Mutter können wir nicht plaudern, aber mit ihr. Brauchst du Hilfe in der Schule? Oh, Conny. Eigentlich hatte ich gedacht, ich gebe allen eine kleine Auszeit. Aber wir können trotzdem hingehen, wenn du willst. Du bist gerne dort, nicht wahr? Ja. Aber Angela nicht so sehr. Also möchte ich heute lieber nicht hingehen. Dann bleib einfach bei uns. Wir werden bald essen. Nein, danke. Ich möchte meine Bemühungen lieber auf den Rest des Dorfes konzentrieren. Was meinst du? Es klingt vielleicht seltsam, ist es aber nicht. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Wir sehen uns. Wir sehen uns, Conny. Okay. Wir haben zumindest unsere Aufgaben erledigt.
Jetzt können wir höchstens noch Bedürfnisse. Aber auch Hunger. Ich esse mal einen Snack. So. Wo ist sie? Wo geht sie hin? Hilft sie noch beim Graben? Ach, die Schafe müssen wir auch noch. Okay, wir heben das hier noch aus. Grabschaufeln. Das wird dein Trauma nur verstärken. Du solltest wirklich nach Hause gehen. Es ist so still dort, als wäre die Stille an sich ein Geräusch. Vielleicht höre ich sie nicht mehr, wenn ich nur erschöpft genug bin. Ich denke, das hast du bereits. Wie wäre es, wenn du dich mal kurz hinsetzt und einen Moment lang die Augen schließt? Dann wäre die Stille nur noch schlimmer. Nicht, wenn wir uns weiter unterhalten. Ist schon okay. Es geht gleich wieder. Wir können mit der Mutter nicht plaudern. Tagebuch, Fernseher, Esstisch, Nähmaschine. Wir nähen noch ein bisschen. Ich glaube, sie geht jetzt nach Hause, ne? Können wir noch die Wäsche aufhängen? Wahrscheinlich nicht mehr. Nein, verdammt. Haben wir nicht mehr geschafft. Verdammt. Hey, wie war dein Tag? Lang. Länger als jede Hirn-OP, die ich mir an der Uni ansehen musste. Das ist nur deshalb so, weil du nicht die Chirurgin warst. Bin ich heute auch nicht. Ich meine, es fühlt sich irgendwie nicht so an, als würde ich irgendjemandem helfen. Ich bin einfach nur da und versuche selbst nicht so viel darüber nachzudenken. Ich weiß wirklich nicht, wie du das machst. Vor allem das mit dem Nicht-Nachdenken. Ich habe mir den ganzen Tag lang vorgestellt, wie ich mit Bodhi darüber rede. Ich breche jedes Mal in Tränen aus, wenn ich... Siehst du? Schon wieder. Oh, komm her. Tut mir leid, Frau Doktor, dass ich dich damit so überfalle. Soll ich statt dir mit ihm reden? Ihr würdet euch doch bloß wieder streiten. Nicht, wenn ich mich zusammenreiße. Ist schon gut. Ihr zwei werdet eine bessere Chance bekommen, euch anzunähern. Da bin ich sicher. Kann ich die Wäsche abnehmen? Doch, ich kann die Wäsche abnehmen. Nein, kann ich nicht. Können wir mit Brody sprechen? Nach Kranz fragen. Wir reden über das, was passiert ist. Was macht sie? Hat ihre Routine durch? Können wir noch irgendwas machen? Wir können nicht mit den Eltern reden. Allein sein. Nähen. Wo ist der hingelaufen? Da. Hey, Bodhi, hast du eine Minute? Ich habe mich schon gefragt, wann du hier aufkreuzen würdest.
Keine Sorge, ich brauche keine Rolle in dieser ganzen Sache. Es steht dir also frei, dich auf die anderen zu konzentrieren. Du scheinst mehr über meinen Besuch hier zu wissen als ich selbst. Ich dachte, du wärst hier die Krisenmanagerin. Dann wäre es wohl deine Aufgabe, allen eine Rolle zuzuweisen, damit sie beschäftigt sind und glauben, mehr Kontrolle über die Sache zu haben. Das ist eine sehr technische Darstellung der Dinge. Ich kann dir einen Link dazu schicken, falls es dich interessiert. Ich bin nicht hier, um jemandem eine Rolle zuzuweisen. Ich wollte einfach nur wissen, ob du über die Sache mit Angie reden willst oder nicht. Ist schon gut. Ich habe ja meine Online-Freunde. Wir haben uns später zum Zocken verabredet. Ich meinte ein ordentliches Gespräch, nicht nur abhängen und den ganzen Tag Videospiele spielen. Ich kenne die Typen schon lange. Einige von ihnen waren mal meine Klassenkameraden, lange bevor Mom uns hierher verfrachtet hat. Denkst du nicht, es wäre besser, ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht zu führen? Hast du schon mit River gesprochen? Nicht wirklich. Hör mal, ich weiß deinen Versuch wirklich zu schätzen, aber ich komme schon klar. Meine Freunde haben auch schon einige schlimme Sachen erlebt. Sie verstehen sowas. Ich werde Mom sagen, dass du zum Reden vorbeigekommen bist und dass wir uns nicht gestritten haben. Dann war deine Zeit hier nicht umsonst, okay? Okay. Teenies, sprich mit Bodhi über den Tod, okay? So. Sie schläft, dagegen können wir auch nichts tun. Sie liest der Panda. Zack ist eingeschlafen. Vater guckt Fernsehen. Schläft. Arbeitet. Schläft. Es macht Dinge. Die Mutter ist noch wach. Wo geht die Mutter hin? Ich glaube, die geht jetzt nach Hause. Ja. Oh, sie hat nachgeguckt, ob wir schlafen, richtig? Und räumt auf. Also, wie gefällt es dir, meine Jacke zu tragen? Du fühlst dich darin stark, nicht wahr? Sie sehen mich darin so seltsam an. Aber das kümmert mich nicht. Das haben sie vorher auch schon getan. Ich werde sie trotzdem tragen. Ey, was? Das ist meine Schwester. Auf diese Weise werden wir uns noch näher sein, nicht wahr? Übrigens, ich habe heute deinen Taschenkalender durchgesehen. Und? Hat das irgendwelche Erinnerungen geweckt? Ja, so viele. Ab, Lina. Hey, wieso erinnern wir uns nicht gemeinsam daran? Mit diesen Informationen könnten wir das Dorf vielleicht retten. Wir können's versuchen. Kann ich alle anwählen? An Moms Streit mit mir erinnern? Dies ersten Besuch in Yesterby. Wir gehen mal zum Streit. Mom und ich haben im Laufe der Jahre oft gestritten, aber dieses eine Mal war es besonders schlimm. Vor allem deshalb, weil es eines der letzten Gespräche war, die wir jemals geführt haben. Oh, du verstehst das einfach nicht. Ach so, meinst du? Ja, okay. Es geht hier nicht um irgendeinen kindischen Traum. Die habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir sind nun einmal für den Hof verantwortlich. Und eines Tages wirst du ihn übernehmen. Wer soll ihn denn sonst weiterführen? Denkst du, Conny? Ich bitte dich. Also, was soll das denn? Das reicht! Hey, ich werde in diesem Haus keinerlei Gewalt dulden. Hör bloß nicht auf das, was sie sagt, Conny. Was ist denn los? Komm schon, Schwesterherz. Nehmen wir Henriettas Boot und fangen ein paar Fische. Ich möchte so weit wie möglich von diesem Ort hier weg. Komm sofort wieder zurück! Ich habe versucht, diesen Streit zu vergessen, aber Mom kann das bestimmt nicht. Nicht, wenn das kaputte Rad sie täglich daran erinnert.
dann muss das weg. Oh, wir können uns nur an eine Sache erinnern? Das ist gemein. Er ist ins Bett gegangen. Angie, wenn du mich hören kannst, ich schaffe das nicht. Bitte, bleib bei mir. Lass mich nicht allein. Lass mich niemals allein. Oh, das ist dämlich. Komm schon, Schnarchnase. Ich möchte in meiner ersten Nacht in einem Club nicht mit dem Rücken zur Wand stehen. Angie. Ja, ja, jetzt wirst du mir bestimmt sagen, dass das nicht passieren wird, richtig? Du bist ungerecht. Du weißt, wie sehr ich es mir wünschen würde, dass wir tatsächlich von hier weg könnten. Was, wenn wir es eines Tages können? Weißt du etwas, das ich nicht weiß? Ach, lass ein Mädchen doch träumen. Auch wenn wir es niemals in einen Club schaffen, wir könnten einfach nur zum Spaß tanzen. Würdest du mir all diesen Spaß bitte tunlichst ersparen? Keineswegs. Tanzen gibt mir überhaupt nichts. Ich kann es tun, aber ich hasse jeden Augenblick dabei. Genau wie bei der Schreinerei. Das ist nur, weil du dir zu sehr den Kopf zerbrichst. Erinnerst du dich daran, was deine Mom immer sagte? Wie war das noch gleich? Hör niemals auf zu tanzen. Vor allem nicht dann, wenn du in der Klemme steckst. Mach dir nicht zu viele Gedanken und beweg deine Füße. Gemeinsam können wir einfach so unsere Probleme wegwalzern, nicht wahr? Können wir. Bleib einfach bei mir und versuch mit mir Schritt zu halten. Einen nach dem anderen. Es wird leichter, das verspreche ich. Tja, wenn Sie das so sagen, Madame, tanzen wir. Grandios. Leg die CD nochmal ein. Du würdest mir in den Arsch treten, wenn du mich so voller Selbstmitleid sehen könntest. Ich werde Dad sagen, dass ich dein Grabmal anfertigen werde. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Ich muss Angela dabei helfen, den Schaden wieder gut zu machen, den sie durch ihren Streit mit Mom verursacht hat. Können wir aber nicht auswählen. Anfrag. Ich hoffe, dass Gaia bald gute Nachricht bezüglich der Schafe bringt. Ach, die müssen wir ja auch noch machen. Und guck mal, sie... Oh, das ist einfach zu viel. Okay, sie steht auf. Dann könnten wir vielleicht... Schaden begutachten. Okay.